Mainz im Jahr 1977. Eine Studentin macht sich abends auf den Weg zur Universität. Am nächsten Tag liegt sie tot auf einer Wiese. Silvia L. wurde umgebracht. Und die Polizei findet heraus, der Täter hat wohl nicht nur dieses eine Mal zugeschlagen. Das Verbrechen an Silvia L. versetzt die Stadt in große Unruhe. Auch die ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ungelöst mit Eduard Zimmermann hat versucht, den Fall zu klären. Ralf Döbel ist Autor und Journalist. Er hat sich mit dem Verbrechen an der Studentin befasst. Das Besondere an diesem Fall ist, dass nach dem Mord in Mainz sich zahlreiche andere junge Frauen meldeten, die ebenfalls überfallen worden waren, wahrscheinlich vom gleichen Täter. Für die Kripo Mainz stand also zu befürchten, dass dieser Mann immer weitermachen würde, wenn es nicht gelänge, ihn zu stoppen. 28. März 1977. Wie immer ist Silvia L. gemeinsam mit ihrer Familie zu Abend. Silvia L. war 23 Jahre alt. Sie lebte noch bei ihren Eltern hier in Mainz-Bretzenheim. Sie studierte Englisch und Sport an der Uni, die nicht weit entfernt von ihrem Elternhaus gelegen war. Außerdem verdiente sie sich als Übungsleiterin an der Uni noch etwas hinzu. An diesem Abend ist sie nach dem Essen unterwegs zum Sportwissenschaftlichen Institut, weil sie noch Übungsleiterstunden abrechnen möchte. Sie kehrt nicht mehr nach Hause zurück. Silvia L. wurde gegen 19.40 Uhr noch einmal gesehen, und zwar von einem ehemaligen Lehrer, der sie also sehr genau erkannte. Er sagte aus, dass sie auf dem Weg zur Uni gewesen war. Zuerst wunderte sich ihr Bruder, dass sie später nicht nach Hause kam. Die Eltern machten sich aber zunächst keine Sorgen. Silvia L. war bereits 23 Jahre alt. Es war also nicht unüblich, dass sie auch mal bei einer Freundin übernachtete. Doch dann findet ein Hundebesitzer am nächsten Morgen auf einer Wiese in der Nähe der Mainzer Uni eine leblose Frau. Die Auffindesituation ergab recht klar, dass es die Kripo Mainz mit einem Sexualdelikt zu tun hatte. Die Obduktion ergab dann, dass Silvia L. ihren stark blutenden Kopfverletzungen erlegen war. Außerdem stellte der Gerichtsmediziner fest, dass mit einem stumpfen Gegenstand auf sie eingeschlagen worden war. Die junge Frau wies auch zahlreiche Einstiche auf. Diese stammten aber mutmaßlich nicht von einem Messer, sondern von einem anderen Werkzeug. So spekulierte die Kripo, dass der Täter mit einem Schraubenzieher zunächst auf die Frau eingeschlagen und dann auf sie eingestochen hatte. Silvia L. muss ein Zufallsopfer gewesen sein. Die Beamten der Kripo Mainz können schnell ausschließen, dass es sich bei dem brutalen Mord um eine Beziehungstat handelt. Die Studentin führte ein ruhiges und eher unauffälliges Leben. Auch in ihrem Bekanntenkreis kann die Mainzer Polizei niemandem ein Motiv nachweisen. Hat der Täter möglicherweise rund um das Gelände der Mainzer Uni schon häufiger Frauen belästigt? Die Polizei stellt an der Universität ein großes Plakat auf und bittet um Mithilfe. Tatsächlich zeigen daraufhin mehrere Studentinnen zuvor nicht gemeldete Sexualdelikte an. Dabei ist für die Kripo Mainz vor allem eine Aussage sehr wichtig. Die Studentin berichtete dem Beamten vom Abend des 7. Januar 1977. Sie war an der Uni gewesen, das Seminar hatte etwas länger gedauert. Gegen 18.45 Uhr nahm sie eine Abkürzung von der Uni hier über diesen Parkplatz. Auf einmal startete ein Auto und raste frontal auf sie zu. Das Auto fuhr sie an. Ein Mann stieg aus und bedrohte die junge Frau. Die begann panisch zu schreien, lief weg und hatte unglaubliches Glück, dass sie quasi zwei weiteren Zeugen in die Arme lief, die sich um sie kümmerten. Für die Mainzer Polizei ist die junge Frau eine wichtige Zeugin. Nach ihren Angaben lässt sich sogar ein Phantombild anfertigen. Ist dieser Mann auch der Mörder von Silvia L.? Vorläufig bleibt das Verbrechen an der jungen Frau aber ungeklärt. Um noch mehr mögliche Zeugen zu finden, wendet sich die Kripo Mainz an das ZDF. In der Sendung Aktenzeichen XY ungelöst wird der Beitrag über Silvia L. im September 1977 ausgestrahlt. Hier wird auch das Phantombild nochmal gezeigt, das mit Hilfe der überfallenen Studentin angefertigt wurde. 20 bis 22 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, dunkelhaarig und Brillenträger. So wird der Mann beschrieben. Auch nach seinem Auto wird gesucht. Ein weißer Opel Kadett.
Außerdem wurde an junge Frauen appelliert, die möglicherweise dem gleichen Mann zum Opfer gefallen waren. Daraufhin meldeten sich auch mehrere Frauen, die angaben, vermutlich vom gleichen Mann überfallen und bedroht worden zu sein. Am Sendeabend selbst gingen rund 50 Hinweise ein, die aber nicht zur Ermittlung des Täters führten. Auch in der Zeit danach kann die Polizei den Mord nicht aufklären. Das Verbrechen an Sylvia L. bleibt einige Jahre ein Cold Case. Erst im Mai 1981 kommt die Polizei mit ihren Ermittlungen weiter. 3 Jahre nach dem Mord an Sylvia L. fiel in Ingelheim, etwa 20 Kilometer von Mainz entfernt, ein 10-jähriges Mädchen einem Sexualtäter in die Hände. Es wehrte sich aber so heftig, dass es entkommen konnte. Ein Zeuge beschrieb das Auto des Täters so genau, dass er ermittelt werden konnte. Es handelte sich um Bernd B. Bei der Polizei gesteht Bernd B. nicht nur das Verbrechen an dem 10-jährigen Mädchen, sondern auch insgesamt 4 versuchte Tötungsdelikte. Und er gibt zu, im März 1977 Sylvia L. umgebracht zu haben. Bernd B. war zum Tatzeitpunkt 23 Jahre alt. Er war Student an der Uni Mainz auf Lehramt. Seine Kommilitonen beschrieben ihn später als überaus intelligent. Er sei also oft der Beste in den Kursen gewesen. Er lebte recht zurückgezogen in einer kleinen Wohnung in Mainz. Und später, als er das Mädchen überfiel, arbeitete er bereits als Lehrer. Die alles entscheidende Frage bleibt: Warum beging Bernd B. die grausamen Verbrechen? Niemand wusste, dass Bernd B. sadistische Neigungen hatte. Die steigerten sich im Laufe der Zeit zu einer regelrechten Sucht. In seinem Besitz wurde von der Kripo ein Tagebuch gefunden. Darin beschrieb er recht detailliert, wie er auf einem Schulausflug eine Schülerin missbrauchen wollte. Dass er also vorher festgenommen wurde, rettete diese Schülerin eventuell. Außerdem wurden in einem weiteren Dokument rund 130 Frauennamen gefunden, die er aus der Jugendzeitschrift Bravo abgeschrieben hatte. Er plante, alle diese Frauen umzubringen. Anfang 1982 beginnt am Mainzer Landgericht die Verhandlung gegen den Lehrer wegen des Mordes im März 1977. Das Verfahren bringt schreckliche Details ans Licht. Und es wird deutlich, dass niemand Bernd B. diese Verbrechen zugetraut hätte. Im Februar 1982 fällt das Urteil. Bernd B. wurde hier vor dem Landgericht Mainz wegen Mordes und wegen 5-fachen Mordversuchs zu lebenslanger Haft verurteilt. Er wurde in die forensische Psychiatrie eingewiesen. Er sitzt bis heute in Haft. Gutachter sind noch immer davon überzeugt, dass er eine Gefahr für die Allgemeinheit darstellt. Am Tatort am Dahlheimer Weg nahe der Mainzer Uni erinnert heute nichts mehr an das grausame Verbrechen. Eine Frage bleibt aber weiterhin offen. Die Kripo Mainz spekulierte aufgrund der unglaublichen kriminellen Energie, mit der Bernd B. vorgegangen war, ob er nicht vielleicht auch für andere Morde oder ungeklärte Mordserien in ganz Deutschland verantwortlich sein könnte. Dafür gab es aber letztendlich nie Belege oder auch kein Geständnis. Der Mordfall Sylvia L. Eine 23-jährige Studentin, die offenbar einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort war.